Jetzt wird es aber ganz schön heiß und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Donkey Kong Country Tropical Freeze. Weshalb wird es ganz heiß? Nun ja, angesichts dessen, wenn wir uns das nächste Level mal anschauen, 3-4, Feuer-Wasser-Lebo, hat man glaube ich einen guten Grund, Respekt zu haben vor dem Level. Warte, ich mag es mit. Soll ich, falls es gerade gewackelt hat, musste meine Kopfhörer reiteln. Aber das Level, glaube ich, das wird krass. Aber wir fahren rein mit 3-4 Feuer, Wasser, Limbo. Limbo kennen wir alle. Es ist ein geiles Game. Es ist ja das mit der Stange, wo man so drunter durch muss. Vor allem zu wissen, was Limbo ist. Ob das jetzt hier auch das Limbo ist, das weiß ich nicht. Aber das verstehe, beziehungsweise kenne ich zumindest unter dem Wort Limbo. Mal schauen. Ah, die kann man mit den Dingern hier irgendwie kalt machen. Hab ich so Eindruck. Und sonstigen tun die einfach feuerwedelnd durch die Gegend laufen. Und das Laune verbringen. Wir sehen hier überall Busfeuer. Und natürlich, wenn man in so ein Busfeuer reinspringt oder in irgendwelche Leute, die. Ja, mit den Dingern kann man hier das Feuer stoppen. Was zum Teil halt gar nicht mal dumm ist. So, mit diesen, was ist denn das? Wasser, mit diesen Schwätzchen, mit diesen Früsten da, die irgendwie immer wieder nachkommen, was sehr interessant ist. Und auch gut ist. Nö, das wäre nicht weniger, das ist tendenziell geil. Verdammt. So. Diesmal probieren wir mal ohne ins Wasser. Junge! Was bringe ich denn da rein, bin ich dumm? Scheiß Ding. Geh weg. Jetzt. So. Okay, was da unten geht nicht weg. That's actually anything that's good to know. Und ja, yeah, oh Gott. Hier entwickelt sich erst jetzt ein Feuer oder wie es. It looks like this. Beziehungsweise die Bäume gehen einfach kaputt wegen dem Feuer. Ich ja auch. Hey, ich hab doch mein tolles Schutzschild-Gedönse. Etc. Allahu Akbar. So, aber ich glaube, so das Level wird abenteuerlich und erfinderisch. Wie Peter Lustig. War das Peter Lustig? Nee, das war. Doch. Ich glaube so, ne? Egal. Hui, also das Level, das ist ganz schön heiß, ne? Aber bei dem Feuer ist es ja auch klar. So. Yeah, yeah, wenn alles geklappt hat, durfte heute schon an dem Tag, wo ihr das Video seht, by the way, der dritte Part von Hyrule Warriors Definitive Edition kommen. Ich erwähne es deshalb, weil ich einfach sehr froh bin. Ey. Dass ich das jetzt noch hinbekommen habe. Gott. Ich hab noch ein Herz, das ist nicht gut, zumal hier immer mehr Zeugs kommt, was. Hä? Stand doch nebendran. Aber verrat's keinen. Brr. Okay, nächster Versuch. So, das Ding wird erstmal schlagen. Das könnte ich. Ey, ich will da jetzt hoch. Wenn hier irgendwo so Bananen rumwedeln will, ich mir die ja wohl erholen. Das ist nämlich auch mal ein gutes Rest. So. Yay. Hüpfen einfach mal so random Bananen rum. Ist ja normal, ne? So. Danke, Bro. Ui. Zum Glück, dass sowas wieder nur ein Herz ist. Jetzt wieder. Dass sowas nur ein Herzen. Wegdings, das ist. Hey. Okay. Sehr angenehm und gut. You can believe. Ey, diese Typen treffen mich immer. Wo kam das jetzt her? What the fuck, ist hier auch Feuer oder was? Nee. Weißt du, da denke ich mir nur so aus unbeteiligter Ahnung, alles klar. Was? Wie ist es überall Feuer? Und hier weiß ich auch nicht mal, ob ich sie draufspringen kann. Aber ich glaube schon, oder? Gut. Oh Gott! Hau nicht lange. Wenn es immer wieder Feuer losgeht, oder wie? Das sieht zumindest ja danach aus.
Und ich habe halt gerade schönerweise auch nur noch ein Herz, was mir das alles gerade hier sehr dezent erschwert. Aber... What the heck? Dass ich gerade dezent heiße, dass hier alles unter mir sich hinweg gibt fallen. Nee, aber ich habe einen Checkpoint erreicht, das ist immer gut. Falls ich jetzt nicht was verrecken sollte, könnte ich sehr schnell und sehr einfach wieder zurück zu dem einen Checkpoint kommen. Und angesichts meiner jetzigen Herzenslage verreck ich natürlich. Das war auch klar. Aber jetzt bin ich hier und habe 5 Herzen, was die Sache halt wieder deutlich eher... Nee, gerade habe ich das sogar noch relativ gut durchgesagt. Hat nicht so uncool Hallo. Ich muss sie ducken. Ich sag so, sie ducken. Ja, aber hier haben wir noch Herzen. Das ist Ayut. So, und hier pressen immer wieder so Feuerdinger. Jetzt ist gut. Jetzt ist gut. So Feuerdinger aus. Nein! Nein! Okay, ich sehe schon. Das Feuer hier, das ist. Hat schon ein bisschen, a little bit fallen. A little bit more biss. Ey, bin auf dich drauf gesprungen. Also ich will mich doch nur ducken. Duckt man es immer, also. Ja, mit Ducken funktioniert bei mir noch nicht so ganz. Aber das funktioniert sehr schön. So. So, jetzt das hier hinspringen, damit das Ding angesetzt. Oder ist einfach. Ah, das heißt. Du verpisst dich hier mal. Diese Vögel hasst es wirklich. Weil ich auf die gefühlt überhaupt keinen Einfluss habe. Also null. Oh mein Gott, hier muss man sobald Einschluss ist. Das ist ganz, ganz der wie allen. Jetzt hat jemand einfach im Arsch. So, das ist kein Geheimnis. Also, treffen. Werden wir auch nicht so dumm. Mit einem Herzen endet. Halleluja. Aber ich hab's beendet, ne? War aber eigentlich nicht wirklich schwer. Hab ein paar dumme Fehler gemacht, die ich eigentlich hätte sehr leicht vermeiden können. Aber okay. Bush Level ist in Anfang das Dramatischste. Und das geht es mit 3-5 weiter. Raketenfassrock. Der hört es ja auch mal interessant an. Was dahinter steckt, wir finden. Was dahinter steckt, wir finden es jetzt heraus. So, ich bin ja mal sehr gespannt. Und das lädt. Es lädt. So, oh mein Gott. Dieses Flusspferd hier ist ja auch sehr schön. Die Schlankung fast benutzt. Warte. Ist das gut? Alles klar. Alles klar. Ach, es muss. Ah. Ist ab. Da hat es unten losgemusst. Gut zu wissen. Holy shit, das ist so ein Level. Na. Natürlich. Ist eher dezent belastend. What the fuck, natürlich verlierst du direkt am Anfang. Ey! Ich besiss dich, das ist Steuern, Alter! Junge! Und
das ist wieder so ein Level, wo man einfach seine Ballons verliert und verliert und verliert, weil man einfach dumm ist. So. Wie es. Ich darf halt ja nicht aufs Wasser aufkommen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Deshalb ist jetzt mehr oder weniger immer so im Salopp fahren kann. Mehr oder weniger. Das ist immer dagegen. Das wird es auch in Zukunft nicht ändern. Hier können wir wenigstens früher fliegen. Gibt es ein Herz. Ui, ui, ui. Aber das nicht gleich danach wieder verlieren. Ach Gott. Sagte ich und was machte ich? Ich verlor es. Ui. Jetzt habe ich hier wieder einen neuen Lebensballon. Ja, nee, ist klar. Habe ich die Mitte verlegt jetzt? Sonst bin ich einfach gerade voll krank. Oh Gott, Mann, das war auch so klar. Dass man da nach unten muss. Vorher soll man das denn wissen? Nee, Mitte Fleck habe ich ja nicht erreicht. Das ist angenehm. So. Okay, hier müssen wir nach oben. Hier ganz nach oben. Dann nach unten. Fuck, ey. Jetzt aber, wenn ich nach unten fliege, hat auch nicht mehr die Kraft, dann. So, es zu halten, sage ich mal. Also, dass ich da unten fliege, aber dann nicht auf den Boden aufknalle. Das ist so das. Wisst ihr, was ich meine? Das ist das Schwierige an dem Level, was das so hui macht. So, hier fliegen wir aber oben entlang hin und hier gehen wir jetzt leise in den Sinkflug, aber nicht ganz in den Sinkflug. Den ganzen Sinkflug. Jetzt. Na, stimmt. Ey, ich hab's da wieder A gedrückt. Ich komme da einfach nicht mehr genug hoch. Miss. Mehr oder weniger so gut wie unmöglich. Ist. Hätte ich Darts ausweisen können? Also, das wird mir noch ein paar Ballons kosten. Oh mein Gott. Das sind wie diese Bande, weil nur das ist halt deutlich schwieriger. Wenn ich einfach aufpassen muss, dass man sowohl nicht nach oben knallt, denn das ist. Und vor allem eben nicht aufs Meer aufknallt, dass das wirkt. Wie nach unten geht, dass man dann so managt, dass man nicht ganz nach unten knallt. Ey, ich hab's jetzt sogar gerade gesagt. What? Ey, hier bin ich zwar ausgewiesen, aber. Hier muss man halt auch sehr gut aufpassen. So ist, dass man nicht dagegen knallt. Hier an der Stelle weiß ich nicht, bin ich das so schnell wie ich das? Weil man kann ja mit dem Ding so viel, ich weiß nicht, rückwärts fahren. Der ist halt auch nicht gerade erleichtert. Nee, man kann nicht so was. Sowas ist zum Beispiel die Cent. Das heißt, unnötig. Bin ich halt wieder hier mit nur einem Leben. Was ist das? Mein Gott. Das ist wirklich wie diese Achterbahn-Level. Einfach viel schlimmer. Wenn man hier irgendwie so durch die Gegend fahren muss, dass man nicht dagegen knallt. Und nur mal. Das ist nicht einfach, weil ich knall hier einfach dann direkt nach unten. Das ist das belastende. Outs. Hä? An dieser einen Stelle knall ich wirklich jedes verdammte Mal dagegen. Aber okay, das nächste Level muss mal freigesetzt. Ist gut zu wissen. Ich probiere es aber nochmal, denn. Ich wollte mir dieses Level gar nicht legen. Und das finde ich bei mir auch gut beim Game. Dass wenn ein an Levels langsam eben. Oh Gott. Kein Bosskampf ist gar nicht liegt. Und hier, das wird eh nichts mehr hier. Kann man hier aber wenigstens überspringen. Aber ich lasse jetzt, wir sagen, wir mal auf 5 Leben wirklich runterziehen. Und mein bestes mit dem Level. Das ist ein wirklich ätzendes Level ist. Wo ich auf dem richtigsten, einer der einzigsten bin gefühlt, der mal wieder auf die Level in diesem Game, insbesondere dieses Level, einfach nicht drauf klarkommen. Probieren wir trotzdem unser Bestes. Um doch drauf klar zu kommen. Und das ist etwas längst zu belasten. Wie soll ich da bitte schön vorbei, ohne getroffen zu werden? Das ist doch unmöglich. Digga. Ich glaube, ich muss
bis dahin noch zwei Herzen haben. Sonst kann ich die eine Stelle nicht überleben. Ich darf allerhöchstens ein Herz verlieren, bis ich dort ankomme. Und das, meine Lieben, ist so mäßig schwer. Behindert? Whatever, aber das habe ich jetzt geschafft. Scheiße, kann auch Level. Wer sagt das doch mal, dass man hier auch Leben verlieren kann? Verdammt, das heiße! Junge! Wie serviert die Scheiße da noch? Oh mein Gott. Ich darf jetzt gar kein Leben mehr verlieren. Weil es wird dann nämlich da hinten wird es dann richtig, richtig ätzend. Sagte ich und ich verlor so mein erstes. Na gut, solange ich nicht mein zweites auch noch verliere, ist alles gut. Man muss halt vom Timing bei diesem Level wirklich relativ gut sein und doch Glück haben. Was in dem Fall hier nicht hatte. Ich jetzt hier gerade nämlich das hin verrecken werde. Okay, ich habe gesagt, das mache ich noch. Wenn ich jetzt direkt, dann werde ich das Level abgerissen. Weil es ist zu ätzend. Obwohl ich nur ungern in diesem Let's Play Projekt Level abpresse, das wäre eins, was ich wirklich sagen musste. So, das presse jetzt ab, weil es mir zu heavy ist. Und mein Fingertools sind weh, dass die ganze Zeit A-Knopf spammen, also kann es gut sein, dass ich das Level eventuell früher beenden werde. Das ist der ätzende Teil. Junge! Aber ich möchte es erst noch einmal probieren. Einmal möchte ich es noch. Weil ich glaube, das geht dann nämlich danach dann nicht mehr lang weiter. Allerletztes Mal probiere ich jetzt noch die Level zu lösen. Vielleicht habe ich es jetzt mal ohne Dummheit. Ich bin einfach mal, es halt mal meine Fresse und probiere das Beste. Fuck. Sagte ich und legte erstmal so eine Buchladung hin. Ich bin da hochgegangen, aber verrat's bitte keinem. Nö. Sorry Leute, aber das Level wird mir jetzt zu blöd. So, wir enden's. Adios Level. Also ihr seht schon, es gibt manchmal Levels, sind einfach sehr ätzend. Und dies gehört dazu. So. Dann lass schon mal das gut sein. Verdammt. Und mit 3,6 Kanonen Kassat. Toss, ich hört sich aber sehr spannend an. Geht's dann im nächsten Part weiter? Jetzt bedanke ich mich ganz herzlich beim Zuschauen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao!